Unterwegs für ein bisschen Unwetter gucken und man kann es hören und sehen, es fängt hier schon mal ein bisschen an zu regnen. Es wird aber gleich wieder weniger, dann gehe ich nochmal raus. Ja, das Doofe ist, man kann die Zelle, die jetzt hier gleich drüber gezogen kommt, kann man nicht sehen, weil das alles so verhüllt ist. Ihr seht das ja. Ja, ist auf jeden Fall gut, Gewitter soll da drin sein. Ich lasse mich mal überraschen. Ich habe ja hier neben Bäumchen stehen, können wir uns ja dann dementsprechend anschauen. Ich würde sagen, wir gucken mal weiter. So, ja, hier könnt ihr jetzt sehen, so ein bisschen, was da jetzt gleich kommt. Wir haben jetzt kurz noch 17 Uhr. Und da kommt es. Der blaue Punkt da oben bin ich der Standort. Das ist eine relativ kleine Zelle, ist das. Da gibt es gerade aktuell über Kassel gibt es da eine super Zelle mit sehr, sehr starkem Hagel. Aber das ist das, was ich hier gerade habe. Hinterher soll wohl gegen Abend noch ein bisschen was kommen. Mal abwarten, mal gucken. Ja, wie ihr sehen könnt, ihr könnt nicht viel sehen, leider. Es ist auch verdammt windig. Das meiste wird dahinter verdeckt sein, hier hinter den Bäumen. Ich gehe jetzt mal ein Stück hier runter. Gerade aktuell regnet es ja nicht so viel. Aber ihr seht, das meiste ist verhüllt. Also ich müsste jetzt theoretisch, bis weit hinter Düsseldorf fahren, um genau diese, sag ich mal, die Zelle zu beobachten. Ich stehe jetzt hier gerade Kreis Viersen, in der Nähe von Dülken. Und ja, mal schauen, was da gleich kommt. Ich lasse mich mal überraschen. Ich meine, ich stehe da natürlich voll drin. Aber mir macht das irgendwie Spaß. Ich habe da irgendwie Lust drauf. Sage ich euch ehrlich. Und vielleicht mache ich das demnächst auch mal eine Ecke größer. Also besser, sagen wir mal so. Müssen wir mal gucken. Ja, eventuell könnte da Wind, der von hinten kommt. Was komisch ist, weil normalerweise kommt die Zelle nämlich aus Südwest und im Moment kommt der Wind aber gerade aus dem Osten. Naja, gut, ich muss da mal gucken, dass ich da mir mal noch ein bisschen irgendwie ja, ein paar Karten angucke, mich da generell mal ein bisschen mit einlese, weil irgendwie habe ich da Spaß dran an sowas, sage ich euch ehrlich. Mal so schöne dicke Zellen zu beobachten, aber da muss ich mehr in die Mitte Deutschlands, glaube ich. So Richtung Paderborn, Kassel, die Ecke da hinten, um sowas mal festzuhalten. Aber ihr seht's, ne? Ja, jetzt gab es auch den ersten Donner. Aus der Richtung da hinten konnte man ihn gut hören. Noch leicht, aber man konnte ihn schon gut hören. Ich bin mal gespannt. Ihr seht ja, hier ist ja nicht allzu viel rundherum. Es kommt ja von da hinten. Obwohl ich das ziemlich interessant finde, weil ihr seht, dass es da hinten relativ, ja, unten so ein bisschen hell auch ist. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich sage, kriege ich hier eine Push-Mitteilung, Gewitterstufe 3. Muss ich jetzt mal gucken, was das bedeutet. Noch eine Push-Mitteilung vor schwerem Gewitter mit Orkanböen. Ja, es fängt auch an zu regnen. So leicht gerade. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Mal abwarten, was da jetzt wirklich kommt.
So, also ich habe mich jetzt nochmal umgestellt. Ich habe mich jetzt nochmal dazu entschieden, nochmal mich woanders hinzustellen. Und ja, ich stehe jetzt ein Stück weiter weg. Ich stehe jetzt in der Ecke von Grefrath. Vielleicht kennt das der ein oder andere wahrscheinlich. Und ja, hier hat es gerade schon gedonnert. Ich stehe natürlich auch sehr ungünstig hier direkt am Waldrand. Ist natürlich auch selten dämlich. Ihr seht, das Windrad, das dreht völlig durch. Das ist richtig auf Power geschaltet. Und ja, aber wie ihr seht, richtig, ihr seht mal wieder nicht viel. Auch hier nicht. Also es zieht auch verdammt schnell, sagen wir mal so. Ich müsste da tatsächlich irgendwo, keine Ahnung, Sache bis hochfahren Richtung Paderborn oder sowas, die Ecke, um da vernünftige Sachen hinzukriegen. Aber sollte sowas, ich denke mal, das wird nicht das einzige Mal sein in diesem Jahr. Und ansonsten versuchen wir da nächstes Jahr irgendwie mal ein bisschen was Interessanteres zu machen. Mal schauen, was da jetzt noch so kommt. Hier ist auch ein bisschen geschützter, wo ich jetzt gerade stehe, weil ich auch ein bisschen unter den Bäumen stehe. Macht natürlich absolut keinen Sinn, weil es selbst dämlich ist, aber ja, mal abwarten. Eigentlich ist der Standort hier gar nicht mal so verkehrt, weil ich hier relativ hoch stehe. Aber das Blöde ist, ihr seht halt hier vorne, ne, das hier ist ziemlich doof. Dann der Wald da hinten ist relativ doof. Ja, und hier, da geht eine Straße runter, die gefühlt 90% Gefälle hat. Also schon eigentlich eine interessante Ecke, wenn man in irgendeine Richtung gucken will, zum Beispiel da runter. Aber nach da hinten bringt das ja irgendwie mal gar nichts. Weil da ist, ihr seht das ja, der Busch davor und alles, ne? Das ist das Problem leider. Aber mal abwarten. So, ja, so ein, zwei Blitze kamen jetzt hier schon. Wie gesagt, das Windrad, das dreht vollkommen durch. Ich werde jetzt nochmal meine Position wechseln. Ich werde jetzt mal in Richtung Campen fahren. Und dann mal gucken, würde ich sagen. Ihr könnt so ein bisschen was erkennen. Scheint so, als wenn ich jetzt drin wäre in der Zelle. Oder zumindest am Rand. Ja, ich habe ja gerade eben gesagt, ich setze jetzt nochmal um. Das wird auch dann das letzte Mal sein für diese Zelle, dass ich umsetze. Und dann werde ich mal gucken, was da zu Hause so passiert ist. Mal schauen. So, ja, wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt nochmal umgesetzt. Hier ist noch wenig Regen. Ich bin dem Regen jetzt wieder entkommen. Es ist aber schon ein bisschen was runtergekommen. Mal schauen. Also ich glaube, ich komme da nicht mehr jetzt dem Regen davon. Und aber ihr seht es da hinten. Ne? Hier oben ist es noch relativ klar oder was heller und da hinten kommt das. Also ich habe vielleicht die Chance, dass ich wieder oder davon gefahren bin. Sagen wir es mal so. Jetzt bleiben wir erstmal hier ein bisschen stehen und dann schauen wir mal. Ja, aktuell scheint es irgendwie so zu sein, als wenn jetzt nur bloß Regen runterkommt. Das Gewitter, ja, ich bin mal gespannt. Ich lasse mich mal überraschen. Tja, was soll ich euch sagen? Also es gewittert ein bisschen, aber ich hatte mir da mehr bei gedacht. Also bisher ist hier echt nur Regen, aber das ist auch so ein bisschen ja mitunter, was sie angesagt haben, dass hier ergiebiger Dauerregen ist. Und ich muss mir auf jeden Fall was einfallen lassen hier für das Fenster, weil guckt euch das mal an, wie nass das hier ist. Das ist doch kacke. Vor allen Dingen, ich kann hier nicht aus dem Fenster rausfilmen, ihr seht das. Also muss ich da irgendwie was mir überlegen. Ich weiß zwar noch nicht genau was, aber naja. Aber ich glaube, das eigentliche Gewitter zieht da mehr über Mönchengladbach drüber. Das ist da hinten. Anstatt von hier kommend. Zumindest sagt das laut dem Radarbild vom Deutschen Wetterdienst. Ich bin mal gespannt.
Ja, also es ist anscheinend stärker abgedriftet nach Nordost, als ich es gedacht habe. Vielleicht könnt ihr das ein bisschen sehen. Es ist da hinter mir. Ich guck mal, ich steig mal einfach ein bisschen aus hier. Ja, es zieht da hinten jetzt in Richtung Krefeld, Düsseldorf, Duisburg, die Ecke da hinten. Ja, kann man so ein bisschen erkennen. Oh, ganz schön nass hier draußen. Sollte man meinen, wenn es regnet. Naja, gut. Ja, leider Gottes. Wie habe ich ja schon gesagt, das wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal dieses Jahr gewesen sein. Und dann mache ich es beim nächsten Mal richtig. Und ja, ich werde mich jetzt langsam mal wieder auf den Weg nach Hause machen. Da soll wohl noch was kommen, so 21, 22 Uhr rum. Ich bin mal gespannt, dann bin ich ja zu Hause. Mal gucken, wenn noch irgendwie jetzt generell was sein sollte, hole ich euch wieder dazu. Ansonsten seht ihr jetzt gleich noch eine kleine Hyperlapse vom Rückweg. Und ja, ich würde einfach mal behaupten, wenn euch das kleine, aber feine Video gefallen hat zu dem Thema hier. Hier war jetzt nicht ganz so extrem. Ist vielleicht auch auf eine Art und Weise gut, obwohl einiges angekündigt war. Ich hatte vorhin gelesen, bevor ich losgefahren bin, hatte ich bei Kachelmann Wetter geguckt und bei Meteopol heißt's.org, glaube ich, heißt die Seite. Kann ich euch erstmal verlinken in der Beschreibung. Und da war diese Zelle, die hier drüber gezogen ist, die hatte in Belgien bei Verviers oder wie das in Belgien heißt, hatte die Zelle eine Tornado-Warning und hatte auch eine Rotation drin gehabt, aber anscheinend hat sie sich dann doch nicht so bewahrheitet. Wer weiß, wie es jetzt aktuell in Krefeld ist. Ich stehe jetzt auch nicht so weit weg von Krefeld. Ja, mal gucken. Also ich denke, das wird es für hier jetzt gewesen sein. Leider, auf eine Art und Weise, ich hätte gern ein bisschen was Interessantes gefilmt für euch. Aber auf eine Art und Weise auch gut, dass nicht so viel passiert ist. Muss ja auch nicht unbedingt sein, ne? Das ist ja immer scheiße, wenn viel passiert, auch mit Tornado etc. pp. Das ist natürlich, viele denken immer, das ist so ein Deutschland, so ein Amerika-Thema, aber nee, ist es nicht. Also, das ist leider falsch. Die Dinger können überall auf der Welt entstehen. Und ich meine, es ist ja nicht das erste Mal, dass so ein Ding passiert. Hier auch in Deutschland, da gab es ja schon etliche. Zum Beispiel letztes Jahr war das, meine ich, oder vor 2 Jahren, glaube ich, in Viersen-Bosheim der Tornado, der als F2 oder F3, nee, ich glaube F2 eingestuft worden ist. Kann auch F1, ich weiß das nicht mehr genau, könnt ihr ja nachlesen, Viersen-Bosheim Tornado. Oder Paderborn zum Beispiel, bestes Beispiel, letztes Jahr Paderborn. Ist ein super Beispiel gewesen. Das war auch ziemlich heftig und sowas muss einfach nicht sein. Es ist zwar für die Kamera interessantes Bild, so ein Tornado, aber wenn ich sowas Richtiges haben will, dann muss ich schon in die USA zu einem Tornado LA. Und ja, könnt ihr auch mal bei den Unwetterjägern nachschauen. Müsst einfach mal bei YouTube eingeben, Unwetterjäger. Die sind auch immer auf Twitch live. Aktuell sind die auch gerade auf Twitch live. Also wenn ihr das Video seht, wahrscheinlich nicht mehr. Aber das ist auch immer interessant. Die sind auch immer in den USA unterwegs. Die haben da schon einiges Heftiges gesehen. Und ich kann mich leider nur wiederholen, dass das halt das Blöde ist, dass man ja hier nicht so wirklich die Zelle sieht, ne? Weil ihr seht es selber, es ist alles so ziemlich verhangen. Ja, und schade eigentlich. Ich hätte die Zelle gerne gesehen. Aber wer weiß, vielleicht beim nächsten Mal schauen. So, ich würde auf jeden Fall sagen, ihr könnt jetzt schon mal ein Däumchen hoch drücken, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt auch was Nettes gerne in die Kommentare und dann ja, seht ihr jetzt noch einen Zeitraffer. Falls nichts mehr passiert und wenn noch was sein sollte, dann werde ich mich nochmal melden. Und ja, ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video.
kleiner Nachtrag noch. Wie man sehen kann, der Regen wird stärker wieder. Ich habe auch erfahren jetzt, dass bei mir im Dorf die Feuerwehr rausgefahren ist. Also da scheint doch ein bisschen was zu sein. Ich bin jetzt auf jeden Fall immer noch auf dem Weg nach Hause. Ja, ich würde sagen, schauen wir mal, ob eventuell doch noch was vor die Linse kriege. Ich meine, ihr seht's, ne? Also der Regen wird wieder sehr stark. Mal gucken. Ich melde mich, falls noch was sein sollte. Ja, also ich bin jetzt fast wieder zurück, kann man sagen. Und hier steht überall das Wasser. Hier rechts und links, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber hier steht überall das Wasser. Und ihr seht es auch, der Regen hört nicht wirklich auf. Ich habe das Gefühl, das wird eher nur schlimmer. So ab und zu hast du mal eine Phase, da ist wenig. Und dann hast du wieder eine Phase, da wird es mehr. Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ob ich das so gut finde. Naja, bin mal gespannt. Lass uns erstmal ein bisschen laufen, mal gucken, was so hier los ist. Aber bis jetzt scheint nur ein bisschen Wasser zu sein, was da vom Himmel kommt. Was ja eine längere Zeit nicht war. Und das Problem daran ist halt einfach, dass halt alles sautrocken ist. Und dadurch, dass das so trocken ist, kann der Boden das nicht so gut aufnehmen. Das ist halt leider ein Problem, wenn das dann so viel regnet. So, und ja, ich bin mal gespannt, ob hier noch mehr Wasser überall steht. Also noch geht's ja hier. Ich muss jetzt gleich mal noch mal kurz auf die App vom Deutschen Wetterdienst gucken. Da kann man ja selber auch, ich sag mal, ja, Wettermeldungen rausgeben. Da muss man aber dazu sagen, da kann man nicht zu 100% drauf vertrauen. Leider Gottes. Ich habe da schon viel drüber gesehen oder gehört, dass Leute da einfach reinschreiben, etwas, was nicht stimmt. Ich persönlich muss sagen, habe da jetzt noch nicht so die Erfahrung mitgemacht. Und kann mich da eigentlich eher weniger drüber beschweren. Ich finde es gut, dass es das gibt, dass man das selber machen kann, um andere wiederum darauf hinzuweisen, was, ja, was los ist. Na, ich hätte jetzt hier gedacht, eher so in der Senke hier unten wäre ein bisschen Wasser. Aber da war jetzt nichts. Also nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Aber wir haben ja noch kurz, wir haben 7:15 abends. Und also bis 1 Uhr soll das Ganze noch gehen mit dem Regen. Ich lasse mich mal überraschen, ob da noch mehr kommt an Wasser. Weil wenn ja, dann hat der Boden definitiv ein Problem und kann das nicht aufnehmen. Wollen wir mal schauen. So, ja, wie ihr sehen könnt, könnt ihr vielleicht nicht unbedingt sehen. Aber da vorne fährt die Feuerwehr. Die ist auf jeden Fall gerade auf dem Weg raus. Und ja, ich weiß es nicht. Wir schauen mal weiter.